Mon ami, mon ami, wohin, 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 wo geht die Reise? Hi, mon ami. Das fragen sie momentan ziemlich viel. Mon ami, wo geht die Reise denn jetzt hin? Es ist ja momentan gerade große Grippewelle, oder eigentlich ist schon wieder vorbei, diese Grippewelle, weil das ist im Prinzip, ob jetzt gemacht oder nicht. Die, die jetzt eine Grippe gehabt haben, die können sich relativ sicher sein, dass sie bei diesem Transformationsprozess dabei sind, der jetzt da gerade passiert, weil, ja, dazu braucht man Ruhe. Ob man die jetzt in einem Wartezimmer beim Doktor findet oder daheim ausschwitzen, oder mal ein Kabarettstück geheißen von Sigi Zimmerschied, ausschwitzen. Ja, wir müssen es rausschwitzen. Die ganze Geschichte oder raushusten, damit sich der Körper schüttelt und reinigt, weil sie ja gerade ziemlich viel reinigt auf diesem Planeten und man es sonst nicht mitkriegt. Und ob das jetzt Kinder sind, die Kinder machen es meistens für ihre Eltern, die Kinder bräuchten nicht krank sein, sondern die tun es für ihre Eltern. Das liegt einfach daran, dass sie als Lehrer zu uns gekommen sind und uns im Endeffekt zeigen wollen, schau, wir tun es für euch, lernt euch einfach zurück. Oder sorgt für uns und wir machen den Rest. Ja, was passiert jetzt alles? Was probieren so ist sie? Also, das mit Putin als Erzfeind der Welt hat nicht geklappt. Jetzt versucht man, jetzt hat man ein paar Masern-Tote erfunden, damit man jetzt alle Menschen in Deutschland zwangsimpfen kann. Eine gute Idee, weil nachdem die Menschen jetzt zumindest der Teil, der offensichtlich hier bleiben soll, der Rest, mei, schützenfest, kapiert hat, was wie der Hase läuft und wie diese Dinge ausschauen, ist es ja relativ witzig, weil jetzt wenn ihr Kind, wenn ihr Vater bin oder eine Mutter und sage, ich lasse mein Kind nicht impfen, dann kriegt es keinen Kita-Platz. Und es darf auch nicht eingeschult werden, wenn es nicht geimpft ist. Das heißt, im Endeffekt ist dieser idiotische Impfzwang, den sie jetzt da noch probieren, weil es natürlich erstens ein Milliardengeschäft ist, zweitens kannst du Millionen von Kindern chippen, ohne dass sie es merken. Also geile Geschichte. Funktioniert nur nicht, die geile Geschichte. Es ist ganz witzig, weil es, wenn du jetzt praktisch dein Kind nicht impfen lässt, weil du sagst, die Entscheidung überlasse ich meinem Kind. Und das Kind sagt, ja, Mama, wenn du glaubst, dass es das besser ist, dass ich ungeimpft bin, wie 99,9% aller Kinder dieser Welt, dann brauche ich das auch nicht, tut eh nur weh und krank würde ich auch drauf. Dann haben die Kinder schulfrei. Das heißt, das ist im Endeffekt das juristische Loch ins Kniebohr und Blei hineingieß Konstrukt dafür, dass man in Deutschland Homeschooling machen kann. Du musst nur dein Kind nicht impfen, man schon kann dein Kind daheim unterrichtet werden oder ist sogar ganz von der Schule befreit und wird einfach Mensch. Das finde ich geil. Was haben sie noch? Ah ja, ein paar so Salafisten, Anarchisten, tanzt gerade wieder ein wenig zusammenschnüren. Pegida ist momentan ein bisschen stark. Ich kriege ja so nichts mit. Es ist im Prinzip nur das, was im Facebook an mir so vorbeischwirrt. Aber es ist schon witzig. Es ist wirklich witzig. Ja. Merkel schaut mittlerweile aus. Gestern war es mit so einer Mülltüte begleitet bei Siemens und hat irgendwie, also selbst dieser Siemens-Vorstand, der neben ihr gestanden ist, hat so beschämt in den Boden reingeschaut. Ich glaube, er hat sich geschämt für dieses wirre, belanglose Zeug, was sie da der Presse kundtut, indem sie ständig erzählt, die Maschinen sind nicht böse und sie tun die Arbeit und die Menschen passen auf. Das ist, so erkläre ich im Kindergarten das erste Mal, warum der Marienkäfer nicht von der Blume runterfällt. Also, witzig, lustig ist auf der Welt. Also Leute, haltet euch einfach nicht fest am Stuhl, weil falls er wackelt, könnt ihr aufstehen und der Stuhl bricht zusammen, aber ihr steht's. Lehnt euch nicht zu stark an irgendwelche Systemkasperln, weil die haben morgen vielleicht weg, mit dem Learjet oder durch Selbstmord, ist ja wurscht, entweder sie flüchten oder sie hupfen aus dem Fenster. Und schaut euch das Schauspiel einfach an, weil es wird eine recht lustige Geschichte. Also für die, die für uns die Ups-Pannenshow veranstalten, nicht, aber auch die, weil ich meine, die haben ja alle ihre Schuldigkeit getan oder ihren Dienst getan. Es ist ja nicht so, dass es Böse oder Gute gibt. Es gibt einfach nur die, die das Spiel jetzt beenden, damit die, die so lange gewartet haben,
denen, die nicht mehr spielen können, aber wollen, weil sie meinen, sonst sterben zu müssen, zeigen, dass man ohne Spiel viel freier ist und dass es einfach viel schöner ist und dass wir füreinander da sind. In diesem Sinne, Namaste, wir wissen es eh, ich trinke Kaffee und wenger Tee und ja, schauen wir mal. Oh, schau, das ist eine Weihnachtstasse. Draußen ist jetzt übrigens der Schnee weg, es wird Frühling und Garten Eden Time kommt. Bye, dabei.